Moin Freunde und willkommen zu diesem Video. Count Dooku ist uns allen ein Begriff, da er gerade während der Klonkriege eine enorm wichtige Figur auf Seite der Separatisten bzw. besser gesagt der Sith war. Allerdings hat er schon vor den Klonkriegen auf Wunsch seines Meisters versucht, Chaos und Unordnung in der Republik zu verursachen und wie genau er das tat und vor allem wie er darauf reagiert, als er während dieser Taten einen Jedi trifft, erfahrt ihr in diesem Video und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Wir befinden uns im Orbit des Planeten Sallust und ein Schiff nimmt Kurs auf die Oberfläche. Es gehört Count Dooku, der so einen Planeten eigentlich nicht persönlich aufsuchen würde, da es ein Konzern in eine gute Position bringt, mit ihm auf seiner eigenen Welt zu verhandeln. Aber er ist nicht nur geschäftlich hier, denn sein Meister wünscht, dass er eine Allianz für ihn schmiedet und mit diesem Gedanken geht der Sith Lord von Bord. Sein Meister hat Pläne für diese Welt und die gesamte Galaxis und er wird ihm helfen, diese auch zu erreichen. Ein Sallustaner namens Cap Glib, welcher der Repräsentant der Soro Soup Corporation ist, empfängt ihn und freut sich über die Anwesenheit des Counts und dieser gibt das Kompliment zurück. Das Unternehmen hat für Dooku vor dem Abendessen eine Stadtführung organisiert und dieser nimmt das Angebot an und denkt sich in Gedanken, dass die Sallustaner nichts von seiner wahren Identität erfahren durften. Wir sehen dann etwas später, wie er an einem öffentlichen Platz noch immer in die Stadtführung läuft und Cap Glib labert Dooku mit irgendwelchen Infos über den Platz, auf dem sie sind, komplett zu und dieser hat so gar keinen Bock mehr, sich das alles anzuhören und versucht dann, sich irgendwie davon zu stehlen mit der Ausrede, dass er wegen der langen Anreise vor dem Abendessen noch etwas Ruhe braucht. Doch da wird Dooku plötzlich von einem Togarianer Jedi, welcher sich auch auf Sallust befindet, erkannt. Dooku kann sich nicht an ihn erinnern und der Jedi meint, dass er nur ein Ritter ist mit dem Namen Jack Tsin. Er hat Dooku nur einmal gesehen, bevor dieser den Orden verließ, aber er wird den Trainingskampf, den Meister Dooku mit Yoda vor der Jünglingsgruppe von Jack Tsin gezeigt hatte, nie vergessen. So waren Dookus Fähigkeiten mit dem Lichtschwert für den jungen Jack Tsin eine große Inspiration. Er wollte weiterreden und meinte, dass er auch Meister Qui-Gon von dessen Tod kannte, aber der Sallustaner-Repräsentant unterbricht ihn damit, dass er und Dooku sich wieder geschäftlichen Sachen widmen sollten, doch Dooku arrangiert, dass für die Verhandlungen beim Abendessen ein weiterer Sitz für den jungen Jedi organisiert wird, für den das eine Ehre ist. Der Sallustaner ist nicht begeistert, aber Dooku meint, dass ihr Gespräch nur davon profitieren kann, wenn ein Jedi-Ritter dabei vermittelt und der Sallustaner akzeptiert schließlich. In seiner Unterkunft klärt Dooku Darth Sidious über die Anwesenheit des Jedi auf und fragt diesen, ob er weiß, wieso er hier ist. Sidious antwortet, dass er in diesem Fall nicht über die Pläne des Rats informiert ist, da die Jedi ihre Angelegenheiten derzeit größtenteils für sich behalten. Er befiehlt Dooku, das Vertrauen des Jedi zu gewinnen und zu verhindern, dass er etwas von den Bündnissen erfährt, die Dooku hier schmiedet. Dooku fragt nach, ob er den Jedi nicht als Verbündeten für ihre Sache gewinnen könnte, doch Sidious stellt klar, dass ein Sith-Meister nur einen Schüler braucht und fragt dann rhetorisch nach, ob er Dooku etwa ersetzen soll, was dieser mit "natürlich nicht, Meister" beantwortet und so das Gespräch beendet. Beim Abendessen dann sitzen Dooku, ein Sallustaner und Jedi Jackson an einem Tisch und Jackson erzählt einige Gerüchte, die bei den Jedi gerade über Dooku umhergehen, wie zum Beispiel, dass er einen neuen Orden an Machtnutzern kreiert. Dooku meint daraufhin, dass seine echten Tätigkeiten leider weniger spannend sind und er sich eher um die geschäftlichen Interessen seiner Familie auf Serrano kümmert, was genau das Leben ist, was er geführt hätte, wenn er nie zu den Jedi gekommen wäre und der Sallustaner trägt zu dem Gespräch bei, dass Dooku dieses Leben prächtig steht. Dann fragt Dooku nach, was ein Jedi denn so weit in den äußeren Rand verschlägt, doch dieser sagt, dass es private Angelegenheiten für den Rat sind, über die er vor dem Sallustaner offensichtlich nicht sprechen möchte. Nach dem Abendessen gesellt sich Dooku zu Jackson und meint, dass er beim Essen gespürt hat, dass diesen etwas plagt. Dieser gibt dann zu, dass seine Mission hier ihn etwas ablenkt und Dooku fragt ihn auch, ob seine Mission besonders gefährlich ist, was Jackson bejaht. Dooku lenkt dann das Gespräch weiter, indem er meint, dass Jackson vorhin erwähnt hatte, dass er Dookus alten Schüler Qui-Gon kannte, was dieser noch einmal bestätigt und meint, dass Qui-Gon ein großer Jedi war und Dooku bringt den Satz mit und ein guter Freund zu Ende. Seit er von dessen Tod erfuhr, fragt er sich Dooku, ob Qui-Gon noch am Leben wäre, wenn er den Orden nie verlassen hätte. Jackson meint, dass Dooku sich nicht die Schuld geben soll und Dooku stimmt ihm zu, da nicht einmal die Hilfe von Qui-Gons Padawan ihn retten konnte, auch wenn die seines Meisters es vielleicht getan hätte. Dooku fokussiert das Gespräch dann wieder auf Jacksons Mission und sagt, dass ihm aufgefallen ist, dass Jackson alleine geschickt wurde und dieser soll ihm den Gedanken vergeben, aber er als alter Mann würde gerne seinen Fehler, dass er Qui-Gon nicht beistand, hier wieder gut machen und Jackson bei seiner Mission helfen.
Dieser redet schließlich über seinen Auftrag, da Dooku ja einmal ein Jedi-Meister bei und das man auch deswegen bestimmt schon irgendwie klar geht. So gibt es auf Sullis eine sich ausbreitende kriminelle Organisation, die sich Kaldana-Syndikat nennt und Zorosub leugnet, dass diese ein Problem darstellt. Es erreichen aber so viele Meldungen die Republik, dass diese die Jedi auf die Sache angesetzt hat. Dooku versteht jetzt, wieso Jack Sinn beim Abendessen mit dem Zorosub-Repräsentanten nicht frei sprechen wollte und verspricht ihm, dass er bei dessen Ermittlungen helfen wird. Jack Sinn meint, dass das nicht nötig wäre und Dooku antwortet dem, wie er ausspricht, jungem Jedi, dass er selbst, wenn ihm nichts an dieser Angelegenheit liege, er doch einige finanzielle Interessen an dieser Welt hat und so wird sein Hilfsangebot doch noch angenommen. Etwas später springen beide mit der Macht über die Dächer der Stadt und Jackson führt Dooku zu dem Ort, bis zu dem er das Syndikat bisher verfolgt hat. Er weiß aber nicht, wie viele es sind, woraufhin Dooku sagt, dass sie dann doch einfach mal fragen sollten. Sie brechen ein und Dooku rettet Jackson dabei vor einer Laserfalle, die den Jedi sonst getötet hätte und dachte sich dabei, dass der junge Jedi noch nicht sterben sollte. Sie dringen weiter ein und treffen auf Wachen, doch Jackson kann deren Schüsse auf sie zurücklenken und meint zu Dooku, dass dieser hinter ihm bleiben soll, was Dooku nicht so verkehrt findet, da er sonst sein rotes Lichtschwert offenbaren würde. Schließlich finden sie in einem Raum Waffen, woraus sie schließen, dass das Kaldana-Syndikat Waffenhändler sind und plötzlich taucht eine Handvoll menschlicher Söldner mit Blastern auf, die die zwei umstellen. Jetzt musste Dooku sein Lichtschwert aktivieren und auch wenn Jackson mit Schrecken die rote Farbe bemerkte, mussten sie zusammenkämpfen und schalteten die Söldner alle aus. Jackson fragte danach sofort, woher Dooku dieses rote Lichtschwert habe und der meint nur, dass er es selbst gebaut hat, ehe er den Jedi mit einem Blaster, den er hinter diesen mit der Macht erhoben hatte, tötet. Dooku beschimpft die Leiche des Jedi-Ritter als narr und meint, dass er eigentlich hier aufs Hallis war, um Geschäftliches mit dem Syndikat eben zu besprechen, welches Jackson gejagt hatte. Dooku stellt sich dann mit durch die Macht fliegenden Blaster an einem der überlebenden Söldner als Gesandter des neuen Meisters der Söldner vor und dieser verstand sofort, was gemeint war. Etwas später sehen wir ihn dann wieder in einem offiziellen Gespräch mit einem Salestana und tauchen dann auch in Dokus Gedanken ein. Dooku meint, dass ein paar Waffenhändler da oder ein paar Piraten dort nicht nach viel aussahen, doch wenn Unruhe und Chaos sich in der eh schon korrupten Republik ausbreiten, wird es den Sith umso leichter fallen, die Macht an sich zu reißen. Während dieser Gedanken verabschiedet er sich von dem Zorosub-Repräsentanten, der hofft in Zukunft mehr Geschäfte zu machen, was Dooku mit, wenn die Zeit reif ist, beantworte. Was sowohl eine Antwort an den Salestana als auch an seine Gedanken war, denn bald wird die Galaxis so sein, wie sie, die Sith, sie gestalten, womit der Comic endet. Ja, und damit sind wir am Ende dieses Comics, der zeigt, wie Dooku schon vor den Klonkriegen auf Befehl seines Meisters versucht hat, Chaos in der Republik zu verursachen und dabei nicht einmal mehr Rücksicht auf Mitglieder seines alten Ordens nahm. Die dunkle Seite hat ihn bereits komplett in der Hand und mit diesen Worten möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute, sage ich ciao und möge die Macht mit euch sein.